Willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Nehmen wir mal Taka. Taka. Kannte dich der Schwertschmied noch? Shinsuke ist verstorben. Es ist sein Sohn. Wie lief es? Ujimasa glaubt, sie könnten die Belagerung aussitzen. Laut dem Schmied sind die besten Bogenschützen gegen die Mongolen losgezogen. Gegen Uchimasas Befehl. Sie sind seit Tagen vermisst. Wenn wir sie finden, helfen sie uns womöglich gegen die Mongolen. Das könnte auch die Stadt überzeugen. Such mich bitte in Alt-Yarikawa auf. Dort suchen wir nach ihm. Und zeigen Yarikawa, wie man sich wehrt. Die Mauern von Yarikawa. Das hatten wir aber eben schon. Das war jetzt, also... Achso, die Quest ist fertig. Natürlich, okay. Das gibt aber ganz gut ordentlich Stuff, muss ich gestehen. Okay. Shinsukes Sohn hat einen Steinschmied, mit dem du deine Schwerter geschmiedet hast. Der Glanz wird selbst die Sonne so überstrahlen. Ich brauche noch ein bisschen Ei. Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Euer Schwert wird uns beschützen. Gib mir ein bisschen Eisen und dann habe ich auch genug. Warum ist hier kein Eisen in der Schmiede? Es wäre eine Ehre. Wir sehen uns in Alt-Yarikawa. Wo ist denn Alt-Yarikawa hier? Da. Okay, da wollen wir hin. Wo ist das? Okay. Weil muss ich jetzt irgendwie. Weiß ich nicht. Wie komme ich denn da hin? Muss ich jetzt aus dem Lager raus? Ist das richtig? Ich glaube schon. Ich glaube, ich muss aus dem Lager raus. Hallo. Mach keinen Scheiß hier. Alt-Yarikawa. Ist direkt vor uns. Und hier sollen die Bogenschützen sein, oder was? Tut mir leid, Juna. Tut es dir nicht. Weißt du noch, der alte Fischer mit 6 Zehen? Wohnte er nicht in einem dieser Häuser? Wechsle nicht das Thema. Juna, was macht er denn hier? Er sollte nicht herkommen. Ich wollte helfen, Fürst Sakai. Aber in Yarikawa wäre ich nutzlos. Lieber nutzlos als tot. Wir suchen vermisste Soldaten. Damit kennt ihr euch nicht aus. Ich kann's lernen. Und werde euch nicht im Weg sein. Gut. Seid vorsichtig. Und hört auf eure Schwester. Ja, mein Herr. Eine Spur von den Schützen? Sie wurden in der Gegend gesehen. Doch nicht von uns. Sehen wir uns um. Der Feigling von Yarikawa. Der Feigling von Yarikawa? Was? Okay. Ich weiß nicht genau, wie das... Niemand hat sie getötet. Wir waren's nicht. Achso. Ich soll was überprüfen. Pfeilwunden. Wo sind die Pfeile? Rausgezogen. Zum Wiederverwenden. War wohl ein guter Schütze. Weil nur gute Schützen Spuren. Verwenden Pfeile wieder. Vier Mann. Seht ihr, wohin sie gingen? Finden wir es raus. Früher fingen wir hier draußen Grillen. Mindestens einmal pro Woche. Dann bauten wir ihnen kleine Bambuskäfige. Weißt du noch, warum wir hier waren, um Grillen zu fangen? Nein. Um dich von Mutter wegzubekommen.
Wenn sie wütend war und jemanden die Schuld geben wollte, die Grillen beschäftigten dich. Da ist gerade ein Typ weggelaufen. Aber das interessiert uns erstmal nicht, ne? Wir folgen erstmal den Fußspuren. Ist da gerade ein Typ weggelaufen, das ist uns erstmal egal. Die Spuren führen zu diesem Haus. Wohnt hier nicht ein Samurai? Taka! Du musst vorsichtiger sein. Wir sollten im Haus nachsehen. Ich suche hier draußen. Gosamatten. Sie haben hier geschlafen. Zumindest hat der Bär sie nicht erwischt. Zumindest hat der Bär sie fast alles weggefressen. Vielleicht lebe ich deshalb noch. Er war nicht hungrig. Pfeilspitzen, Bogensehen, Fell für Klebstoff. Die Schützen waren wohl hier. Jin, Taka, ich habe etwas. Das Feuerholz ist noch warm. Die Schützen haben im Haus übernachtet. Sie können nicht weit sein. Suche in der Nähe des Lagers. Achso, ich soll wieder nach Spuren suchen, oder was? Was ist das? Sie haben den Mongolen die Sprengfässer gestohlen. Ich mag diese Schützen. Und hier gehen die Fußspuren wieder los. Und es geht wieder los. Stopp. Da sind sie. Fallen den Hügel hoch zu diesem Felsgrat. Sie verstecken sich nicht grundlos. Haltet den Kopf unten und seid leise. Es sind nur zwei. Drei. Ein Samurai! Lebendig! Kommt hierher! Ihr müsst die Schützen aus Yarikawa sein. Was von ihnen übrig ist. Wir wollten ein Mongolenlager plündern und wurden erwischt. Wir entkamen nur knapp. Was ist mit den anderen? Gefangen. Wir verfolgten sie hierher. Wir helfen bei der Befreiung. Ihr seht mir nicht nach Anfängern aus. Ich bin Daikoku. Jin Sakai. Sakai, hä? Na, solange ihr kein Shimura seid. Na, schaut mal das Lager an. Gefangenenkarawane. Die Mongolen sind bereit zum Aufbruch. Sie wollen zur Garnison am anderen Ende von Alt-Yarikawa. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor sie aufbrechen. Da, eure Schützen. Sie sind wohl auf. Je früher wir sie befreien, desto besser. Ja, witzig. Nicht überstürzen. Wir wissen, wo sie hinwollen. Wir können sie in einen Hinterhalt locken. Kein gutes Gelände für einen Hinterhalt. Was ist mit Alt-Yarikawa? Dächer zu beiden Straßenseiten. Wir können den geklauten Sprengstoff benutzen. Den habt ihr entdeckt, hm? Gefällt mir, wie ihr denkt. Gut. Los, kommen wir den Mongolen zuvor. Die Mongolen ziehen hier entlang. Taka, geh in eins der Häuser. Nein, ich bleibe hier draußen. Ich kann auch kämpfen. Jin, sag's ihm. Taka kann selbst entscheiden. Dann passt du auch auf ihn auf. Super. Habt ihr Angst? Nein. Nicht wirklich. Ein bisschen. Yuna hat niemals Angst. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Auch wenn es nicht so aussieht. Wir alle haben manchmal Angst. Sogar Yuna. Sogar ihr? Ja. Als die Mongolen meinen Onkel gefangen nahmen, hatte ich Angst, den letzten Teil meiner Familie zu verlieren. So geht es eurer Schwester mit euch. Ohne sie wäre ich tot. Ich auch. Da sind sie. Ich schieße auf die Fässer, wenn sie ganz nah sind. Fürst Sakai, ich bin nicht bereit. Ihr schafft das, Taka. Nehmt eure Angst und nutzt sie. Ja, mein Herr. Auf welche Fässer soll ich denn schießen? Jetzt, mein Herr? Noch nicht. Jetzt sind sie nah genug, oder? Keine Gnade! Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Vernichtet sie!
Guck mal von der Seite. Möchte ich da noch oben bleiben, oder? Oh shit! Anführer? War es nicht? Bist du der Anführer? Nö, auch nicht. Ich weiß, dass die Steinhaltung effektiv gegen Dankeschön. So. War doch entspannt. Fürst Sakai! Ja, bin ich. Gute Arbeit, Daikoku. Bringt eure Männer zurück zur Yarikawa-Festung. Ja, sofort. Ich weiß, ihr seid in Sakai. Doch ihr sagtet nicht, dass ihr der Geist seid. Helft ihr uns, die Belagerung zu beenden? Wenn Uchimasa das erlaubt? Dafür werde ich sorgen. Die Geschichten stimmen also. Ich kenne niemanden, der so kämpft wie ihr. Taka, geh mit Daikoku. Ich will mit Jin reden. Wir sehen uns zu Hause. Wir haben es geschafft. Taka hätte sterben können, Jin. Ich sah ihn fallen. Ihm geht's gut. Er hat alles gut gemeistert. Er hätte nicht kämpfen dürfen. Yuna, ich weiß, du willst ihn beschützen, aber du bremst ihn aus. Taka ist kein Kämpfer. Er könnte einer werden. Du kennst meinen Bruder nicht so gut wie ich. Du kannst ihn aber nicht immer in Schutz nehmen. Ich weiß, was das Beste für Taka ist. Du sorg dich um deine Familie. Ich muss jetzt zurück. Wir müssen die Belagerung zerschlagen. Wir sehen uns dort. Ich darf natürlich wieder alleine hinreisen. Wäre ja auch doof, finde ich. Oh, oder ich. Oh, ich darf doch direkt. Direkt dorthin. So. Ich weiß witzigerweise auch nicht so wirklich. Was will ich eigentlich lernen? Techniken, technisch. Im letzten Moment aus, um tödlichen Gegenangriff auszuführen. Hm. Natürlich nicht schlecht, aber. Kampfhaltungstechnisch. Den benutze ich halt am häufigsten, deswegen leveln wir da noch mal rein. Fürst Sakai! Bitte von mir. Wie geht's den neuen Rekruten, Daikoku? Sie sind zuversichtlicher. Sie wissen, dass der Geist bei uns ist. Na dann. Fürst Sakai, ihr seid zurück. Taka, dank eurer Mühen hat Yarikawa jetzt eine Chance. Ihr könnt stolz sein. Bin ich, mein Herr. Doch die Mongolen da draußen werden unruhig. Wir haben ihnen Yarikawas Stärke gezeigt. Jetzt wollen sie Rache. Greifen sie heute Nacht an? Unwahrscheinlich. Sie bescheren uns eine schlaflose Nacht und greifen morgen an, wenn wir erschöpft sind. Ruht euch so lange aus. Der Geist von Yarikawa. Gut, dass wir dann einfach warten, anstatt in der Nacht alle niederzumeucheln. Fast hätte ich es vergessen. Yuna ist drinnen. Ihr sollt sie dort treffen. Danke, Taka. Yuna ist wo drinnen?
Jetzt bin ich verwirrt. Yuna ist wo drinnen? Was möchtet ihr verbessern? Meine Ronin-Kleidung gerne. Oh, shit. Damit kann ich dann mein Schwert nicht mehr hochleveln, aber es erhöht auch tatsächlich. Also das ist das, was hochgeht. Ja gut, nö, das ist erstmal gar nicht so wichtig. Nö. Also wo ist denn Juna? Hier oben drin oder was? Ah, da. Ah. Ich hätte die Markierung nicht gefunden, deswegen war ich gerade verwirrt. Achso, willst du mit mir reden? Die Vorbereitungen für die Verteidigung laufen gut. Daikoku sagt, das verdanken wir dem Geist. Danke. Aber das ändert meine Meinung über euren Onkel nicht. Das ist doch nicht mein Ziel. Die Samurai wurden ausgelöscht. Wir brauchen euch. Ihr braucht Bauernopfer für die Mongolen. Yarikawas Leute sind bekannt für Mut und Geschick. Das brauchen wir mehr als alles andere. Ich denke darüber nach. Du bist auch wach. Sie töteten die Samurai. Was sollen da die Bauern ausrichten? Versuchen wir es. Ich glaube, du brauchst das mehr als ich. Kenji hatte den Rest des Tages nur eine Sandale an. Besaufen die sich vorm Kampf? Das schmeckt scheußlich. Meine Mutter liebte ihn. Sie trank ihn wie Wasser. Und wurde wütend, wenn er alle war. Schrie uns an. Wo ist mein Tee? Klingt nach einer strengen Frau. Sie brach Takas Arm, als er 6 war. Ich brachte ihn weg. Wir rannten so weit fort, wie wir nur konnten. Man fand sie einen Monat später. Sie lag auf der Straße. Es war tapfer, Taka zu beschützen. Manchmal kann man nur alles Bekannte hinter sich lassen. So. Yuna! Jin, es geht los! Zu den Toren! Was auch passiert, wir weichen nicht zurück. Jin! Yuna! Die Mongolen! Gehen wir! Wie nah? Sie sind am Haupttor, wenn sie es durchbrechen! Wir halten sie auf! Da ist er! Der Geist! Der Geist! Rettet uns!
Tucker, versammelt alle, die nicht kämpfen können und bringt sie zur Burg. Er gehört. Sucht in der Burg Zuflucht. Schnell! Sie sind an den Toren! Sie greifen an! Sie durchbrechen das Tor! Position halten! Jeder Mongole, der einen Fuß hier reinsetzt, wird sterben! Lasst sie nicht vorbei! Bogenschützen! Streckt sie nieder! Für Yarikawa! Für den Geist! So. Aua. Das hat jetzt echt wehgetan. Boah, das geht ja hart aufs Maul. Falsche Waffe. Au. Nein. Lass doch nicht meinen Pfeil verschwenden. Ihr seid doch alle Kacke. Mit Kunais. Aua. Das war's mit Kunais. Ich habe nicht mal gesehen, dass der mich angegriffen hat. Okay. Das war. Gut. Drängt sie zurück! Haltet das Tor! Der Geist! Hätte einfach attentieren sollen hier. Mit dem Attentat das machen wir. Ja. Oh wow. Aua. Lasst sie nicht in die Stadt! Bogenschützen! Haltet sie zurück! Was? Wieso greifst du nicht den an, den ich, der direkt vor dir steht? Sie fallen zurück. Wir haben sie kaum getroffen.
Was haben Sie vor? Uns rauslocken? Nein. Wehrt sie ab, solange ihr könnt. Dann verschanzt euch im Burgfried. Ich erledige die Belagerungswaffen. Ich sollte mitkommen. Nein, Tucker braucht dich. Tucker braucht dich. Okay, dann... Geht's jetzt wohl in Sneaky Peaky Mission hier? Hier sind ja ganz ich wenige. Ich muss durch die Linie der Mongolen. Die Belagerungswaffen zerstören. Mich auch gar nicht. Das ist praktisch. Die Maschinen verbrennen. Welche Close for Comfort. Das nur machen, wenn. Oh shit, noch nicht. Was machst du denn da? Oh, Kunai, sehr schön. Kunai ist gut für mich. Aber jetzt extra kann ich einen Kunai mehr tragen. Aua. Ich hasse Bogenschützen. Dorscher! Was bist du denn für ein geiler Typ? Die fallen hier die ganze Zeit einfach aufs Maul. Eine geschafft. Geht's halt auch. Sie haben die Mauern durchbrochen. Aber wir können sie noch vertreiben. Können wir? Zurück in die Festung zu gelangen wird schwer. Scheiße, jetzt sind echt alle hier. Oh, wow, ist der ausgewichen? Was bringt mir denn diese scheiß Kampfhaltung, wenn... Okay. Dann eben fallen.
ich denn jetzt? Scheiße. Keiner von euch Kuna ist? Auch Kuna ist, Mann. Es sollte ein Attentat werden, okay. Muss ich jetzt den Geheimen werden? Nee, muss ich nicht. Verdammt, das ist der General. Temuke, klingt, als sei er am Burgfried. Nein. Was mache ich denn mit euch allen hier? Hi! Fangen wir mit dir an. Oh, pass mal. Achso, der hat eine. Oh, hoppala. Okay. Aua. Gott, stop it. Ja, das ist schön. Hallo, stop it. Ich möchte meine Kampfhandlung nicht wechseln. Klar, klar, wechsle ich halt meine Kampfhandlung. Das wollte ich nur nicht. Ich hatte ihn doch schon mit dem Kunai betäubt. Was war denn das? Sehr genau. Temuge, stellt euch! Der Geist! Khotun wird mich für euren Kopf belohnen! Ich bin Jin Sakai und ich habe Männer wie euch überall auf unserer Insel getötet. Euer Blut wird die Insel tränken. Vorsicht, Temuge. Tod nützt euch Khotuns Belohnung nicht viel. Ein Glückstreffer. Nochmal schafft ihr das nicht. Jo, tot. Ja, komm, Alter. Dieser Burning, also, dass die dann ihre Schwerter zum Brennen bringen. Das macht einfach so heiden viel Schaden. Ich bin Jin Sakai. Ja, und ich habe Männer wie euch überall auf unserer Insel getötet. Euer Blut wird die Insel tränken. Yeah.
Vorsicht, Timogé. Tod nützt euch Kotons Belohnung nicht viel. Ein Glückstreffer! Nochmal schafft ihr das nicht! Da, come on! Das ist doch jetzt... Ja, das wird jetzt dauern. Das wird jetzt dauern. Weil ich habe kein einziges Kampf. Ich bin Jin Sakai. Und ich habe Männer wie euch überall auf unserer Insel getötet. Euer Blut wird die Insel tränken! Wieso kann ich eigentlich nicht meine Hohnfähigkeit einsetzen? Ey! Ich hasse Typen mit Schild. Okay. Ich bin Jin Sakai. Und ich habe Männer wie euch überall auf unserer Insel getötet. Euer Blut wird die Insel tränken. Vorsicht, Timogen. Tod nützt euch Kotons Belohnung nicht viel. Ein Glückstreffer. Nochmal schafft ihr das nicht. Lasst Tsushima jetzt. Dann zeige ich vielleicht Gnade. Der Rikawa wird brennen. Komm schon. Männer in vielen Ländern getötet, Timogé. Aber hier sterbt ihr. Geist, Cybersack! Komm schon. Stirb einfach. Ghost weiter, Jumpen! Ghost ist dabei, Kangas! Was ist denn jetzt passiert? L3, durch niemals verfolgte Geistkampfhaltung. Eindringlinge, seht euch euren General an. Flieht! Sonst ist dies euer Schicksal. Bürger von Yarikawa, jagt jeden Mongol bis zum Letzten. Verschont niemanden! Für Yarikawa! Jagt sie weiter! Keine Gnade! Tötet sie alle! Meldet sie nieder! Holt euch ihre Köpfe! Für den Geist! Töten gegen Gegner ohne Schaden zu nehmen, den Kampf. Geist, töte genug Gegner ohne Schaden zu nehmen, um den Geistkampf halten zu können. Alle Mann zum Tor! Vorstoß! Für den Geist! Der Geist! Drängt sie zurück! Drängt sie wieder! Der Geist! Lauf, Feiglinge! Yuna! Eure Stadt ist gerettet. Jetzt helfen wir Fürst Shimura, unsere Insel zu retten. Wir sind keine Soldaten. Wer tötete diese Mongolen? Wer trotzte ihrer Belagerung? Wer rettete Yarikawa? Wir. Ihr könnt nicht einfach hier warten.
bis die Mongolen es erneut versuchen. Ihr sagt, ihr seid keine Soldaten. Doch ihr seid Krieger. Wir können die Invasoren besiegen und unsere Heimat retten. Doch nur, wenn wir zusammenstehen. Der Geist von Yarikawa. Ja, schön. Wir haben ein paar mehr Leute rekrutiert. Sehr schön. Fehlen immer noch zwei große Hauptaufgaben, wenn ich mich nicht täusche. Technikpunkt verdient. Yay! Gut. Wir haben eine neue Geisterkampfhaltung. Puh! Ihr Freund besiegte einen meiner besten Generäle. Meine Männer halten ihn langsam für unbesiegbar, beweist ihnen das Gegenteil. Die Belohnung für Jens Kopf ist mir egal. Macht ihr euch denn nichts mehr aus euren treuen Strohhüten? Jin ist der beste Schwertkämpfer der Insel. Meine Männer können ihn nicht töten. Es gibt viele Wege, einen Feind auszuschalten. Findet einen anderen. Und wenn wir ihn gar nicht töten müssten? Sondern? Geistkampfhaltung. Um die Geistkampfhaltung anzunehmen, musst du entweder Mongolenanführer aus der Tarnung heraus niedermetzeln oder genug Gegner töten, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Es ist entschieden. Yarikawa wird für uns kämpfen. Doch habe ich noch Pflichten, bevor wir Fürst Shimuras Burg zurückholen. Und wir machen einen Cut und ich sage, bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.